Guten Morgen. Ich melde mich hier aus Phnom Penh zum vierten Teil unseres kleinen Videos oder unserer kleinen Videobilanz 5 Jahre NSU. So eine Art Zwischenfazit. Und habe mich sehr gefreut, muss ich zunächst mal sagen, über die schönen Reaktionen, die ich auf die ersten 3 Teile des Videos bekommen habe. Da war also von totaler Begeisterung bis blankes Entsetzen alles dabei. Und unsere Anmerkung hat ja da auch ein paar deutliche Worte gefunden im Wort zum Sonntag. Das fand ich toll, dass er da auch mal sehr deutlich geworden ist. Und wir müssen, ich sage mal und, ne? Ich habe mir das Video Teil 3 jetzt auch nochmal angeschaut, gestern Abend, weil ich da noch eine kleine Ergänzung bringen wollte, die nochmal ein wenig deutlich macht, wie total beschissen der Erfurter NSU-Ausschuss ist. Und dazu habe ich da auch was vorbereitet, beziehungsweise habe dazu was geblockt. Und das suche ich jetzt mal und dann geht's weiter. So, hier haben wir es schon. Gestern auf dem Blog erschienen, was eigentlich auch nicht sehr verwunderlich ist, aber so deutlich und so drastisch hatten wir das vorher schriftlich nicht vorliegen. Dem Staatsanwalt in Thüringen, der zuständig war für das Gebiet Eisenach-Gotha 2011 im November, also diesem Staatsanwalt, der, wie wir ja wissen, am 5.11.2011 diesen langen Report vom Polizeidirektor Menzel in Durchschrift bekam, wer denn da die Täter wären, nämlich Mundlos, Bönhardt und Zschäpe. Und was man da schon alles wüsste und das, was man ja dann auch von Zwickau noch schon erfahren hatte, dass da eine Frau Dienelt, Susanne Dienelt, geboren 1985 in der Frühlingsstraße 4 gemeldet sei, wie auch ein gewisser Matthias Dienelt, der offizielle Wohnungsvermieter und so weiter. Also diesen langen Vermerk vom 5.11.2011 vom Menzel, der ging auch an den Staatsanwalt Klüpfel in Meiningen. Und diesem Staatsanwalt Klüpfel hat die Polizei Gotha aber den Pistolenfund, den angeblichen, muss man sagen, Dienstwaffenfund von dem Polizistenmord in Heilbronn verheimlicht. Und was wir schon vorher wussten, dass Baden-Württemberg den Menzel angeblich da gebeten hat, das ist die Aussage jetzt, letzte Woche in Erfurt. Und was wir nicht wussten bislang, dass das schon einen Monat vorher das Thema war. Hier nochmal die Begründung, das ist auch jetzt gewesen. Menzel hat also in Erfurt jetzt gesagt, naja, es hätte ja vielleicht ein Zahlendreher oder ein Ablesefehler oder sonst irgendwas sein können. Und warum wurde der überhaupt vorgeladen? Und das ist das, was wir nicht wussten. Dass nämlich einen Monat vorher, nämlich am 27. Oktober 2016, der Staatsanwalt Klüpfel, der zuständige Staatsanwalt an jedem Wochenende in Thüringen, als Zeuge ausgesagt hat. Und was er gesagt hat, und der hat gesagt, und das ist nochmal im Nachgang zu Teil 3 des Videos, wo ich mich so über die Frau Marx, diese bräsige, uninformierte, nichtswissende Ausschussvorsitzende von Erfurt lustig gemacht habe. Zu Recht oder nicht, dürfen Sie gerne selber entscheiden. Aber was da wichtig war, dass diese Aussage war nur 5 Tage oder sowas, bevor die Frau Marx
hier mit dem Narin, dem Andreas Förster und dem senilen Berliner Altprofessor Funke, da in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt aufgeschlagen ist. Also es war nur ein paar Tage vorher, es war keine Woche vorher. Da wurde das nochmal auch für Frau Marx von dem Staatsanwalt zum Besten gegeben, dass es wirklich nur zwei Schüsse waren. Und aus denen wurden dann später drei, weil man den dritten Schuss brauchte, lebender Schuss. Schuss lebender Uwes auf die herannahenden Polizisten, denen es mit größter Sicherheit nie gegeben hat, diesen Schuss. Wenn überhaupt, ist da eine Waffe im Feuer hochgegangen, Klammer auf, in Zwickau sind alle drei im Haus gefundenen Waffen, die also dem Feuer ausgesetzt waren, hochgegangen, Klammer zu, alle drei. Also wenn überhaupt da was hochgegangen ist, dann ist da eine Patrone in der Maschinenpistole oder in einer der Maschinenpistolen hochgegangen und das Geschoss ist in die A-Säule der Fahrertür geschlagen, ist da zersplittert. Ein Teil hat man auch dann gefunden, allerdings erst im März 2012, als man dieses Steuergerät da vom Wohnmobil wieder eingebaut hat. Und als man es ausgebaut hat, im Februar 2012, also auch Monate nach dem November 2011, als man es ausbauen wollte mit dem Dr. Hummert, der damals dieser Datenschutzmensch, inzwischen ist der Professor, ne, in Sömmerda, glaube ich. Und jedenfalls, als man es ausbauen wollte, dieses Steuergerät, da hat man ja Munitionsteile auf dem Fahrersitz gefunden. Ne? Und das wird wahrscheinlich da der Grund sein. Ob da nun auch noch irgendwas weggesplittert ist und da an die Hauswand einen Putzschaden verursacht hat und man da aber dann irgendwie kein Projektilteil gefunden hat, das sind alles Spekulationen, das wissen wir nicht. Nur eins wissen wir ganz genau, alle wichtigen Zeugen, also Menzel, Polizeichef Gubert und andere Polizisten, Lotz, die haben alle gesagt, zwei Schussgeräusche, zwei Knalle, so wurde das gesagt zu Anfang. Das steht auch in den Akten und das hat auch der Staatsanwalt jetzt nochmal zum Besten gegeben. Und wie sich dann die Marx da keine Woche später bei der Friedrich-Ebert-Stiftung hinstellen kann und so eine Scheiße erzählen kann über die Abläufe, die sie da zwei Jahre lang ausgeforscht hat, bis ins letzte Detail angeblich. Sie kriegt die Story nicht zusammen, sie kann sie nicht mehr erzählen. Und das ist sowas von armselig und das ist sowas von typisch. Und da können sich auch Linke drüber aufregen, dass der Fatalist so böse ist und das Porzellan zerschlägt. Das wird er immer wieder tun, weil es nötig ist, weil diese Wuchtbrummen es einfach nicht auf die Reihe bekommen und es auch gar nicht auf die Reihe bekommen wollen. Und sich da in einer besten staatsschützenden Allianz zum Wohle des tiefen Staates mit den Medien befinden. Und auch das muss immer wieder deutlich und klar gesagt werden. Und der Moderator, den sie hier verpflichtet hatten, der Andreas Förster, nicht, sein Märchenbuch Geheimsache NSU von 2014 ist ja unvergessen. Ja, also was da für ein Schwachsinn drinsteht. Ja, zu Heilbronn, zu Kassel, zu Köln, es ist unglaublich, ja, was sie sich da erlaubt haben, unter die Leute zu bringen. Ja? Wo Russen, Heilbronner, Russen und was weiß ich, Kasachen und irgendwelche Balkan-Leute, die mutierten dann zu NPD-Mitgliedern aus Baden-Württemberg. Und also unfassbarer Blödsinn. Ja? So, und dieser Moderator ist auch jemand, der sich als investigativ gibt, aber ständig nur Halbwahrheiten absondert. Ein wunderschönes Beispiel hatten wir auch schon im Blog. Nur nochmal hier zum... das ist ja der falsche Film. Mensch, so ein Ärger. Jetzt muss ich mal einen Augenblick warten. Das ist ja der neue Harry Potter Film. So, jetzt aber. Zweiter Versuch. Unser lieber Moderator, Andreas Förster. Dienstag vergangener Woche. Wir sind jetzt im Jahr 2011. Ja? Dienstag vergangener Woche mietete Uwe Böhnhardt in Begleitung einer bis heute unbekannten Frau mit einem bis heute unbekannten jungen Mädchen, kleinem Mädchen, in Schreiersgrün im Vogtland ein Wohnmobil, das Wohnmobil. Nein, das kann man so
nicht stehen lassen. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist auch wieder so ein typischer Limited Hangout, wie man das nennt. Also eigentlich weiß er mehr. Er weicht von der offiziellen Erzählung ab, indem er nämlich sagt, das war nicht Beate Zschäpe, die da mit dem Uwe Bönhardt das Wohnmobil abgeholt hat. Und es war auch nicht Beate Zschäpes Tochter, sondern es war eine unbekannte Frau mit einem unbekannten blonden Mädchen, die da, wie er sagt, mit dem Uwe Bönhardt am 25. Oktober 2011 das Wohnmobil abgeholt haben. Und wenn man das jetzt als unbedarfter, nicht in den Details bewanderter Zuschauer sich so anhört, dann denkt man, oh, vielleicht hat man da sogar schon mal was gehört, dass doch eigentlich der Bönhardt und die Zschäpe das gewesen sein sollen. Und das Mädchen, naja, irgendwie komisch, aber ist auch nicht wichtig. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, es wäre eine Bönhardt, eine unbekannte Frau, bis heute unbekannte Frau, mit einem bis heute unbekannten Mädchen gewesen. Und dieses Mädchen hat ja auch diese rosa Sandalen, diese Plastik-Sandalen da im Wohnmobil gehabt. Und es waren ja auch Kindersachen und Kinderspielzeug. Und es gibt ja auch unbekannte DNA, weiblich und so weiter. Man weiß angeblich nicht, wer das ist. Und was er eigentlich hätte sagen müssen, aufgrund von zwei Gerichtsaussagen in München. Er hätte sagen müssen, die Frau mit dem Holger Gerlach, der ist nämlich erkannt worden, und dem blonden Mädchen, dass Mama zu der Frau gesagt hat, also nicht zu Zschäpe, sondern zu der unbekannten Frau, die waren nicht zur Abholung da, das haben die ganz klar auch ausgesagt, die Leute von der Vermieterfirma, sondern die waren zur Reservierung da und haben angezahlt. Das soll am 14. Oktober gewesen sein, es ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Und abgeholt, 25. da kam der Mann allein, hat der Vermieter ausgesagt, der ihm das Wohnmobil übergeben hat und der ihn da eingewiesen hat. Und die haben dann auch, und er hat dann auch, und das war auch Gerlach, und zwar nicht Bönhardt, hat er gesagt, im Gericht. Und das ist natürlich alles unter den Tisch gekehrt worden, das ist doch klar. Das kann unsere Lügenpresse so nicht schreiben. Und dann hätte man ausgehend davon, muss man die ganze Geschichte weiter ermitteln, weiter spinnen und weiter die Fakten versuchen, da richtig zu integrieren. Weil man nur dann auch zu einer echten Lösung kommt, nämlich zu der Beantwortung der Frage, wer hat dieses Wohnmobil ausgeliehen, wessen Kinderschuhe, Mädchensandalen und Kinderspielzeug und so weiter sind da drin. Wir wissen nur, es ist nicht Peggy Knobloch. Und wer ist damit abgeglichen worden von Seiten des BKA? Wo der Binninger sich ja beklagt, es wären von den 17 Beschuldigten nur die Hälfte DNA-Spuren überhaupt oder DNA-Profile überhaupt vorhanden. Die anderen hätten sich geweigert, welche abzugeben. Und das müsste man doch mal ändern. Und dann hat man, dann ist auch, glaube ich, noch bekannt, dass mit Emingers hat man wohl die unbekannten DNAs abgeglichen aus dem Wohnmobil, zumindest teilweise, so wie ich das mitbekommen habe. Aber Emingers, die haben zwei Söhne, keine Tochter. Und ich würde mich doch sehr wundern, wenn der Eminger Söhne hätte, die mit rosa Pantoffeln durch die Gegend laufen. Also das passt irgendwie nicht, ja. Man hat es aber nicht mit Gerlachs Stieftochter, die ist hübsch und blond und jung und Mädchen und so weiter, die Kleine. Und man hat es auch nicht abgeglichen mit seiner Frau, also seiner Lebensgefährtin, dieser Diana Schulze Pavendat oder wie die heißt, Tanzfee. Gibt es da so ein paar schöne Fotos. Und auf jeden Fall ist auch alles im Blog. Auf jeden Fall ist es so, dass wir den Mangel haben an Abgleich der unbekannten DNA-Spuren im Wohnmobil und in der Wohnung in Zwickau mit den Leuten, die wir im NSU-Zusammenhang kennen.
Also Emingers, Gerlachs, die ganzen anderen Beschuldigten, gegen die laufen ja auch noch 8 oder 9 Ermittlungsverfahren seit 4 Jahren, damit die Leute auch ja nicht aussagen müssen. Nicht so lange, dass wir ein Ermittlungsverfahren gegen die läuft, brauchen sie ja nicht auszusagen, sie könnten sich ja selbst belasten. Und so weiter und so weiter. Und was natürlich ganz, ganz wichtig bei der Geschichte ist, und das ist auch einer der Punkte, die mir hier nach 5 Jahren NSU wichtig sind, wir haben eine Lügenpresse. Wir haben eine Lügenpresse, das habe ich heute Morgen geblockt. Das müsste jetzt hier ganz oben stehen, ich hoffe doch. Nee, hier ist es, im anderen Block. Wir haben ja noch einen zweiten Block, nicht? Man weiß ja nie, wer gerade mal irgendwo sabotiert oder DDoS-Attacken fährt oder Blogs löscht, ist uns ja alles schon passiert, Foren sind schon verschwunden. Und hier ist jetzt also der neueste Artikel von heute Morgen. Es ist also so, dass die Thüringer Presse, das sind 2 Zeitungen, das ist aber derselbe Verleger, also die tun nur so, als ob sie Meinungsvielfalt hätten, in Wahrheit haben sie keine. Beim NSU so passiert, dazu berichten eigentlich immer die gleichen Leute. Und Lügenpresse Mudra, das ist also der Kai Mudra von der Thüringer Allgemeinen oder Thüringer Landeszeitung oder der Westen, das ist alles dasselbe. Ja. Irgendwie, ich glaube, SPD. Ne? Auf jeden Fall, er hat durchaus vor einem Monat schon berichtet, dass dem Staatsanwalt das angebliche Auffinden einer Dienstwaffe, die man aber dann nur mit Heilbronn irgendwie oder Stuttgart abgekaspert hat, habe, aber eben dem Staatsanwalt verheimlicht habe, der hat darüber schon geschrieben, das können Sie hier auch sehen, 28. Oktober 2016 von Kai Mudra, das ist der komplette Artikel, wer den nicht online stellt, darf sich auch nicht beschweren, wenn andere das tun, ne? Die Freiheit nehmen wir uns und da fragen wir auch nicht nach Urheberrecht, das ist uns scheißegal. Der hat also vor über einem Monat schon geschrieben, und zwar hat er Lügen geschrieben. Er hat nicht die Wahrheit geschrieben, was da im Erfurter Ausschuss ausgesagt worden ist. Das ist nämlich, wie wir ja gestern geblockt haben, kleine Gedächtnisstütze, können Sie lesen. Waffe der getöteten Polizistin, die heißt Michelle Kiesewetter, und Frau Marx war auch so nett, das ist das Protokoll von vor einem Monat, ne? Frau Marx war auch so nett, den Lagefilm zu zitieren vom 4.11., wo auch Michelle Kiesewetter zugeordnete Waffe steht, ne? Und zwar um 17 Uhr, also war es die erste. Und was schreibt der Lügenmudra? Der Lügenmudra schreibt eiskalt, gestohlene Dienstwaffe eines Jahre zuvor in Heilbronn angeschossenen Polizisten. Das soll also Arnolds Dienstwaffe dann sein. Warum macht er das? Warum lügt er? Steht in der Überschrift, weil er Thüringer Beamte schützen muss. Hier hat er ein Fragezeichen bekommen, wir sind ja nett. Es ist natürlich absichtlich falsch. Es ist deshalb absichtlich falsch und es ist kein Versehen von der Thüringer Zeitung. Warum darf man Mudra Absicht unterstellen? Hier haben wir den Vogel. Der damals übrigens, als es um die Russlung-Lügen ging, am Ende des ersten Thüringer Ausschusses, die nachrichtenehrlichste Zeitung, so hat das der Dr. Andreas Müller nachgewiesen, also im Gegensatz zu diesen schlimmen Lügenmedien, Spiegel und Taz und wie sie alle heißen, ja, die Linken, die Zeit, grottenschlecht, die haben verloren, die haben am meisten geschummelt. Ja, war damals die Thüringer Allgemeine Zeitung die beste. Das ist lange her. Das ist ebenso, wie man den Ausschuss eingenordet hat, hin zur offiziellen Version. So hat man auch die Thüringer Allgemeine Zeitung eingenordet. Und die haben das auch mit sich machen lassen. Die haben sich also nicht öffentlich gewährt, nicht öffentlich wahrnehmbar gewährt. Sie haben sich gesagt, naja gut, ich bin auch schon 50, hat der Bruder sich bestimmt gesagt. Fatalist ist auch 50. Ja, und kriegen sowieso keinen anderen Job mehr, müssen halt, ne, mal ein bisschen gefälliger schreiben, dürfen nicht so immer Salz in die Wunden streuen. Er hat absichtlich gelogen. Und hat nicht Kiesewetters Waffe und nicht Polizistin und nicht getötet, sondern hat von diesem angeschossenen Polizisten Arnold nicht, aber ne, er hat gelogen,
weil die Erfurter Variante war, zumindest vor einem Monat noch, erst Arnolds Waffe in Streck da rausgenommen und dann fast gegen Mitternacht erst Kiesewetters, die der Menzel aber schon ganz zu Anfang da auf dem Tisch hat liegen sehen, angeblich, mit den Polizeipatronen daneben, Polizeimunitionspatronen. Wie gesagt, langer Rede, kurzer Sinn, so sieht die Geschichte aus. Wir können uns auf die Medien nicht verlassen, weil die Medien sind dem System und damit der Regierung dienlich. Also die Thüringer Journalisten dienen der Thüringer Landesregierung, sie können nicht dagegen anschreiben. Der Erfurter Ausschuss wird beherrscht von den Regierungsparteien, dient also derselben Regierung, demselben Zweck. Deswegen kann man nicht erwarten, dass der Erfurter Ausschuss die Falschaussagen, und da gibt es Dutzende, der Thüringer Polizisten bloßstellt. Der Ausschuss wird das nicht tun, die Medien werden es nicht tun. Und auf Bundesebene sieht die ganze Geschichte kein bisschen besser aus. Ne? Ich möchte das auch nochmal generell ausführen, warum das so oder wie das gemacht wird. Weil den normalen Leuten ist es nicht beizubringen, dass die Presse systematisch lügt und fälscht. Das wollen die einfach nicht glauben. Die ganzen Schafe, die jeden Abend Tagesschau gucken oder Heute-Journal oder was auch immer, die glauben nicht, dass sie da nach Strich und Faden manipuliert und betuppt werden. Und da wir ja hier zum NSU uns ein bisschen auskennen, können wir hier auch ein wunderschönes Beispiel bringen, wie flächendeckend die Medien gelogen haben. Und zwar, und das passt jetzt gerade so wunderbar, weil wir das gerade eben schon hatten, wer hat wann das Wohnmobil, das Eisenacher Wohnmobil, abgeholt? Herr Förster, wie war das? Dienstag vergangener Woche. Wir sind jetzt im Jahr 2011. Ja? Dienstag vergangener Woche mietete Uwe Böhnhardt in Begleitung einer bis heute unbekannten Frau mit einem bis heute unbekannten jungen Mädchen, kleinem Mädchen, in Schreiersgrün im Vogtland ein Wohnmobil, das Wohnmobil. So, und das hat er natürlich, wie gesagt, nicht getan. Jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach war das Holger Gerlach mit seiner Frau und seiner Stieftochter, klein und blond und passendes Alter. So, und diese Lüge, das wäre Böhnhardt mit Frau Zschäpe gewesen, mit einem unbekannten Mädchen. Diese Lüge ist ja auch Teil der Anklage in München, das muss man sich klar machen. Und diese Lüge ist auch in den Medien so gedeckt worden. Und zwar sogar dann noch, als das Bundeskriminalamt im Prozess, im NSU-Prozess in München ausgesagt hat, dass diese berühmte SMS, du Schatzi, ich fahre mal Gary und Lise wohin, die also offiziell von Susanne Eminger an ihren Mann André Eminger geschickt worden sein soll, an diesem 25.10. Wohnmobil abholen. Da hat ein BKA-Beamter, lassen wir mal Wohlleben und das Ominöse, das ist dieser Schwachmaten mal weg, da hat ein BKA-Beamter 2014 in München ausgesagt, dass dieses SMS nur ein Fragment war, was man nicht genau zuordnen konnte und dass dies aber sehr wahrscheinlich ein Jahr älter war. Also nicht vom Oktober 2010, also offiziell ist es ja genau der 25. Oktober 2010, Abholung des Womos. Hier ist es auch. Hier ist diese komische Speicheradressnummer und da gibt es dann, ich fahre gerade Liesel und Gary, wohin Mausi, kann da während de Fahrt nicht sehr, was weiß ich, LFD, Knutsch. Naja gut, okay. Und dann Antwort irgendwie, hä? Ach, V. Lisa, wer immer auch V. Lisa ist. Und in den Akten, in den BKA-Akten,
Da haben wir ja den Stand im März, Ende März, Anfang April 2012. Und da war das noch nicht aufgeklärt. Da konnte man das, das steht hier auch, der abschließende Auswertebericht zum Asservat 22, also das ist Handy, dieses Handy, ist noch in Bearbeitung und wird nachgereicht. Also die hatten Schwierigkeiten, das zuzuordnen, weil da irgendwie das gelöscht war und dann hat man es versucht wiederherzustellen und dann sah es so aus, als ob es älter ist und was weiß ich, aber das wussten wir nicht. Wir wussten nur, und das habe ich live erlebt, das habe ich wirklich live erlebt, wir wussten nur, jetzt muss ich hier anfangen. Beim Fokus. Hier ist diese SMS zitiert. Das ist der 28.05.2014. Da saß ich vorm Computer, war gerade aus Deutschland ausgereist mit sehr interessantem Gepäck. Und einen Tag später, 29.05., habe ich den Blog angefangen. Und da saß ich am 28.05. in Phnom Penh und habe das verfolgt, was da in München passiert, und habe die Tweets gelesen von PZ Hautner, das ist Wiebke Ramm, die da jetzt, glaube ich, die jetzt auch für Spiegel und Süddeutsche und so weiter schreibt, also freie Journalistin. Die saß da im Prozess und hat genau das getweetet, was hier steht. Soll, also hier steht ja, dass ein Experte Bundeskriminalamt und der NSU-Prozess und so weiter, Anne, das ist der Eminger, ne? Und dann geht es um diese SMS, ich fahre gerade mal Liesel und Gary wohin. Liesel gilt den Ermittlern als Pseudonym für Beate Zschäpe, Gary für Uwe Böhnert. Der Mitangeklagte soll die SMS knapp ein Jahr vor dem Auffliegen des Trios im November 2011 an seine Frau geschickt haben. Also nicht am 25.10., sondern ein Jahr, knapp ein Jahr zuvor. Und das war natürlich ein Reichsparteitag. Ne? Da saß ich, wie gesagt, live am Rechner, habe das verfolgt und kannte natürlich, was Andrea Röpke von der Antifa, die Staatsantifa Röpke, Bundestagsgutachterin jetzt neuerdings, ja, was die sich da zusammengelogen haben mit dem Patrick Gensing, diesen Tagesthemen-Antifa, ARD-Antifa. Wir haben ja das, die bedauernswerte Situation, dass diese linken Spinner bestens staatlich bestallt sind inzwischen und ihre Lügen überall verbreiten können, ihre Manipulation, und die bald braven Tagesschau-Zuschauer das ja gar nicht merken, wie sie da verarscht werden. Und die hatten das alles schon lange vorher geschrieben. Und ich hatte immer gesagt, das kann nicht sein. Da müsste ja, dann hätte hier in dem Zwischenbericht gestanden, dass, Und außerdem, es passt alles nicht, es gab da kein Datum, ja, und so, und dann gab's, so, und dann kommt auf einmal die Tweets, und dann kommt die DPA, steht hier auch, bei dem Fokus, kann das hier auch anklicken, ne? Da steht also dann drin, ein Jahr älter. Ist also alles gelogen, stimmt nicht. So, und dieser Bericht ist dann nach 2 Stunden verschwunden gewesen, ebenso wie die Tweets von der Wiebke Ramm. Am selben Tag. 28.05.2014. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe da auch keinen Screenshot von den Tweets gemacht und ich habe auch nichts hiervon gemacht. Ich habe das nur damals im Politikforum.net in diesem Dönerstrang verlinkt und habe gesagt, ne, da hat die Röpke, sind sie aber schön auf den Arsch gefallen mal wieder von der Antifa. Und 2 Stunden später war alles weg. Es war alles weg. Und dann haben nicht nur der Spiegel, sondern sämtliche An dem Tag, genau das Gegenteil geschrieben, dass nämlich diese SMS verschickte Eminger am 25. Oktober 2012, also nur 9 Tage vor dem Ende des NSU-Trios. Das haben die an demselben 28. Mai 2014 geschrieben und nicht nur der Spiegel, das haben sie dann alle geschrieben. Alle! Und das ist ein... Es ist auch nachprüfbar. Es ist ja überall, die Artikel sind überall noch online. Ich kann ja hier mal draufklicken, spaßeshalber, was passiert. Ja. Naja, das Spiel online, klar. Ne? Ich fahre jetzt gerade Gary und lese wohin. Und dann steht hier auch, 2 Mal habt ihr angerufen und hier die SMS, ich fahre, Spitzname Liesel und Gary stehen. Also das, was ich zitiert habe. Ne? Ich bin ja nicht so doof und zitiere was falsch, was jeder öffentlich jederzeit nachprüfen kann. Ne? Und das heißt, wir haben am Vormittag
im Gericht in München die Aussage, diese SMS ist circa ein Jahr, also höchstwahrscheinlich, ein Jahr vor dem 25, vor diesem Datum, Ende 2011, abgesetzt worden. Das wird getwittert, das schreibt die DPA, das schreibt die DPA. Das ist also hier direkt von der DPA. Ich klicke hier auch nochmal drauf. Das war weg. Das habe ich jetzt zufällig wiedergefunden. Jetzt, die letzten Wochen. Ja, habe ich nochmal zufällig im Politikforum in den Strang nachgeschaut. Habe nochmal auf den Link drauf geklickt. Und wissen Sie was? Da ist er. Ja, hier. DPA. Ja, da steht da sogar drüber. Hier. Bereitgestellt von DPA. Ja. Und hier ist das genau drin, das ist also circa ein Jahr vorher, ne? Ein Jahr vor dem Auflegen und so weiter. Also ich habe mir das nicht jetzt ausgedacht. Das war für mich ein expliziter, nicht wegdefinierbarer, nicht leugnbarer, der ist nicht zu leugnen, es geht nicht. Die Presse lügt abgesprochen. Die Presse lügt gemeinsam in einer abgesprochenen Aktion. Erst steht die Wahrheit da, die Tweets sind da, die DPA meldet das, der Fokus übernimmt die DPA-Meldung, der Fokus war auch nicht der einzige. Und zwei Stunden später ist alles weg. Und es ist alles anders und es ist so, wie es in der Anklage steht. Das ist ja der Punkt. Die Presse, die Lügenpresse schützt den dreckigen, tiefen, lügenden Staat. Das ist der Punkt. Und das tun die nicht. Hier hat man es Ihnen jetzt mal nachweisen können, explizit, ja. Weil der Fokus irgendwann diese Meldung wieder online gebracht hat. Wahrscheinlich Jahre später. Und ich sie jetzt zufällig gefunden habe. Aber in der Masse der Fälle wird es eben nicht beweisbar sein. Und das ist genau der Punkt. Und damit will ich das jetzt auch bald abschließen, diese ganze Geschichte hier über Erfurt und über die Ereignisse im Untersuchungsausschuss. Der Punkt ist, einen Tag später, nach diesem Beschiss, den ich live hier vorm Computer miterlebt habe, einen Tag später habe ich Staatsschutz, gut zuhören, ohne Akten, ohne Akten, meinen Blog angefangen. Und der allererste Beitrag, der Blog ist lang gelöscht, der ist lang wegzensiert. Aber es gab Sicherheitsblogs. Und das haben wir dann später wieder hin und her kopiert. Da sind die Links kaputt gegangen, da sind die alles Mögliche kaputt gegangen, aber die Inhalte sind noch da. Nicht? Hier, dass die Motivation, überhaupt einen eigenen Blog anzufangen und diesen ganzen Saftärschen und Lügensäcken und Beschönigern, und das waren, ich war von Beschönigern umgeben, auch im Politikforum. Ich war der Einzige, der erkennbar die Existenz eines NSU in Frage gestellt hat, im Ganzen über Jahre. Und diese Haltung hat mir, und das habe ich in Tausenden von Beiträgen geschrieben damals, und deshalb habe ich die Akten bekommen und diese ganzen Sesselpupser und linken Spinner, ja, haben diese Akten nicht bekommen, die ja immer von der Existenz eines Kerntrios und eines Netzwerks und alles ist alles so, wie es sich darstellt nach 5 Jahren, Schwachsinn. Halluzinierter, inszenierter Schwachsinn. Gemacht mit Paulchen-Videos, die irgendwer verschickt hat, nämlich Zschäpe war es nicht, die war nicht in Zwickau wahrscheinlich. Kann es nicht gewesen sein, der Briefkasten war leer, wo sie es eingeworfen haben will und so weiter und so weiter. Das ist ja alles vorhanden, die Gerichtsaussagen. Aber man hat das Ding inszeniert und alle Medien, alle kritischen Medien, alle Mosers, alle Wetzels, alle Blättchens und Sikas und so weiter gehen immer noch, die Lügenpresse, also aus Labs etc., Die Oma Friedrichsen und Rammelsberger, wie sie alle heißen, die sowieso, ja, das sind Arschkrautfresser. Das sind Pressehuren, das sind Prästituierte. Ja. Der Staat ist schon immer gewesen. Ja. Aber die angeblich Kritischen, die kämpfen immer noch sich dazu durch und haben das noch nicht erreicht, sich hinzustellen und zu sagen, es gibt an 28 Tatorten keine Spuren,
dann sage ich nicht, die Uwes hatten Mittäter, sondern da muss ich ja irgendwann mal drauf kommen, das hat mit dem ganzen Nazi-Scheiß überhaupt nichts zu tun. Das ist inszeniert. Und so sieht es nämlich aus. Und so sieht es immer stärker aus. Und dazu muss man sich irgendwann mal durchringen. Man muss mal ein bisschen Standhaftigkeit und Wahrhaftigkeit bringen und aufhören, sich selber immer in die Tasche zu lügen, nur weil es politisch opportun ist, ja? Als neuer Schuldkult, Rassisten-Schuldkult, das ist das, was die fette König will. Genau das ist der Punkt, ja? Und Fatalist macht sich mit niemandem gemein, ich scheiße drauf, okay? Haben Sie es verstanden? Hat es auch der Herr Haus verstanden? Andreas Haus, haben Sie es jetzt auch verstanden? Ich scheiße drauf, okay? Ich brauche euch nicht, ja? Weil ich weiß, dass ich recht habe. Es kann 30 Jahre dauern, es kann 40 Jahre dauern. Wir haben recht. Arbeitskreis NSU hat recht. Keine Unschuldslämmer, auch keine Uwe-Unschuldslämmer, ganz mit Sicherheit nicht, sonst wären sie wieder aufgetaucht. Die haben Dreck am Stecken. Nur welchen Dreck die am Stecken haben, das wissen wir nicht. Und diese Vorverurteilung durch den Bundestag nach den Lügen, die ihr verweigert, so klar zu benennen, bis auf Lehle, der erlaubt sich das. Ja, die Lügen, die kein Thomas Moser und kein Wolf Wetzel und so weiter, das müsst ihr ganz klar herausstellen. Der Bundestag hat ein Mörderurteil gesprochen, man hat die Familien entschädigt, man hat da Feierstunden mit einer peinlichen Merkel und Kerzenschein und tralala, das ist abartig. Ja? Das steht denen auch nicht zu. Sowas ist Sache der Gerichte. Ja, und dieses Urteil gibt es nicht und es wird es auch nicht geben, weil gegen Tote nicht ermittelt wird, ja, und auch keine Urteile gefällt werden und es keine Beweise gibt. Und der Bundestag hat die Leute verurteilt und das einstimmig, weil Zierke und Range, die beiden höchsten Strafverfolger dieser Republik, aber beides nur Regierungstools, ja, Werkzeuge der Regierung, genau wie das ganze BKA, weil die das so hinermittelt haben. Hinermittelt haben. Wir reden da von Beweisbetrug. Wir reden da von Gesetzesverstößen, Falschaussagen, Aktenfälschung. Ja? Nicht nur beim Schmückermord lag die Waffe 15 Jahre lang im Geheimdiensttresor. Nein. Beim NSU ist es alles noch viel schlimmer, noch viel umfassender gemacht worden. Und es hat natürlich, dürfte ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sein, dass es A, Akten überhaupt gibt, die geleakt worden sind. Es hat niemals, jemals vorher so viele geleakte Akten gegeben, wo sich jeder bedienen kann. Es gibt die ganzen Bundestagsprotokolle, die Wortprotokolle, es gibt Baden-Württemberger Wortprotokolle, es gibt Abschlussberichte von zig NSU-Ausschüssen. Jeder kann sich damit befassen. Und kann nur zu demselben Ergebnis kommen, der Bundestag hat die vorverurteilt und das BKA ist angewiesen worden, die Schuld, die alleinige Schuld, denn das ist ja die Anklagethese, auch wenn sie Blödsinn ist, aber die NSU-Netzwerk ist nicht besser, hat ja der Wolfgang Geier auch gesagt, die hätten die verraten, Mittäter oder Helfer hätten die verraten, ja für 600.000 Euro immer, ne? Und dazu müssen sich auch mal Leute wie der Thomas Moser durchringen. Die sind ja, die kommen jetzt hier beim 26.11.2016 kommen die dahin, was wir am 29. Mai 2014 als allerersten Beitrag drin haben. Natürlich hat man die zu Schuldigen gemacht. Und natürlich ist das angewiesen worden. Ja, und das hat, der Moser bezieht sich jetzt auf die Aussage von dem Axel Kühn, diesem Chef von der BAO Trio, irgendwann später, also nicht ganz zu Anfang von der BKA-Investigationstruppe, da Ermittlertruppe. Nicht, die Anweisung kam von ganz oben, dem BKA-Präsidenten Jörg Zierke, so Kühn. Zierke habe erklärt, Aufgabe der BAO sei es nicht, Pannen und Defizite der Vergangenheit aufzudecken, sondern einen Nachweis zu erbringen, dass Böhnert und Mundlos die Täter waren. Kritik daran hatte Kühn nicht. Ja, Glückwunsch, Herr Moser. Kriegt das jetzt endlich mal nach Jahren auf die Reihe? Das ist ja toll. Das hättet ihr vor 2,5 Jahren schreiben müssen. Das hättet ihr 2012 schreiben müssen, als der Bundestag die einfach verurteilt hat ohne Beweise, ohne Urteil, ohne Gerichtsverhandlungen. Da habt ihr alle euer Maul nicht aufgekriegt. Ja, natürlich hat man diesen NSU konstruiert. Wir wissen nicht genau, wie es in allen Einzelheiten gemacht worden ist, aber wir ahnen es.
Und wir haben sehr viele Indizien, wer beteiligt ist, wer nicht, wer nur Schiss hat und mitplappert und wer agiert hat. Natürlich hat man das alles hingeschummelt. Und natürlich hat das BKA gemerkt, dass das, was sie da übernommen haben an Ermittlungen in Zwickau und in Gotha, also Eisenach, Gotha, Pedi Gotha, Fütiger, da die Soko Capron. Natürlich wussten die, dass das alles hingemauschelt war. Schon damals. Und natürlich haben sie alle mitgemacht, weil die deutschen Beamten immer alles mitmachen, diese Scheißschweinerei. Das ist es doch. Ja? Ich erwarte, wir erwarten, dass die Medien endlich mal aus dem Arsch kommen. Und da es die Lügenpresse nicht sein wird, es wird kein Aust, kein Labs, keine Friedrichsen, keine die Rammelsberger, die werden es nicht sein. Der Zeitgnom auch nicht. Ja? Es müssen die Linken vorangehen. Und wenn sie es nicht machen, es ist mir scheißegal. Dann kriegt ihr Prügel auch weiterhin. So einfach ist es. Es ist mir scheißegal. Es juckt mich nicht. Ja, und je mehr ihr abkotzt, desto besser ist es. Ich lach mir nast. So, und jetzt nächsten Teil gehen wir dann mal nach Sachsen. Da stinkt es nämlich ganz genauso wie in Erfurt. Redet aber keiner drüber. Schreibt doch keiner drüber. In diesem Sinne, ciao.